Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Revelations. Und wir haben unser erstes Buch gefunden. Dann schauen wir doch mal, was das für ein Buch ist und was wir damit Schönes anstellen können. Und das ist natürlich ausschlaggebend, ob wir den nächsten Schlüssel finden. Und ich glaube, dass dieses Buch uns dazu verhelfen wird, weiterzumachen. Die Gesandtschaft in Konstantinopel von Liutprand von Cremona wurde gefunden. So, so. Ja, dann geht es zurück. Aber da ist auch so ein komisches Grab, was ich gerne erforschen möchte. Ach, Mensch. Ist das alles... alles doof. Da vorne ist alles rot. Warum das denn? Egal, wir schauen uns erstmal um und laufen zur nächsten Sophia. Erinnerung. Denn das ist natürlich unser Hauptziel. Also neben den Assassinen, also den Assassinenorden hier wieder aufbauen. Natürlich herausfinden, was mit Alter Irs Bibliothek eigentlich so los ist. Und um das wirklich zu können, brauchen wir natürlich die Schlüssel. Und die Schlüssel ist bezahlt über Sophia. Wie der Zufall das so will. Wieso soll ich denn die Wachen töten? Ich hab da nichts verbrochen. Achso, Bürger retten. Ja. Nee, lass mal nicht machen. Wo ist denn die nächste Erinnerung? Oben in Galata. Ja, tatsächlich hier oben. Okay. Oh, der Bürger wurde getötet. Ups. Kann man nichts machen. So, wir schwimmen mal gerade schnell rüber. Klettern natürlich erst auf den Posten und schwimmen dann rüber. Aber sei es drum. Immerhin müssen wir nicht den gesamten Fluss überqueren, sondern einmal nur das Schiff nehmen. So, und da sind wir auch schon drüben. Und wir sehen hier eine schöne Truhe, die lassen wir natürlich mitgehen. Wer weiß, wofür man es gebrauchen kann. Lammblut. Gott. Eine Blutbombe. Na, wer sich sowas ausgedacht hat, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, dass so. Ja, ich bin ja schon weg. Ich bin schon längst auf einem anderen Dach. So, 130 Meter noch. Und da vorne sehe ich ein Animus-Fragment. Das klauen wir uns natürlich auch noch. Meins. Sehr schön. Wir haben schon fast 10%. Na gut, 8%. Ich gebe es ja zu. Ich gebe es ja zu. Aber sei es drum. Das interessiert uns ja nicht weiter. Wo müssen wir denn hin überhaupt? So, offensichtlich hier beim Galata-Turm geht unsere Suche weiter. Nicht genügend Geld. Ah, das ist natürlich unfortunate. So, dann schauen wir mal natürlich mal. Dass wir hier schnell hochkommen. Ja, da kommen wir ja nicht lang. Ich erinnere mich.
Okidoki. Hier sollen wir offenbar hin. Und hier geht's rein. Ah, okay. Dann wird hier wohl das nächste Siegel versteckt sein. Was offensichtlich im Buch erwähnt wurde. Okay. Ja, ja, das wussten wir ja schon. Dass es da Unterschiede zwischen den Janitscharen vom Sultan und den byzantinischen Wachen gab. Ah, so sieht der Galata-Turm also von innen aus. Okidoki. Level in weniger als 6 Minuten beenden. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann geben wir mal besser Gas, ne? Wunderbar, das geht alles von meiner Zeit ab. Okidoki. So, ich bin ja der Ansicht, wir sollten halt schnell hier hochklettern. Und zwar auf der Rückseite. Dann können wir einen rückwärtigen Sprung machen. Und uns bis hierhin vorkämpfen sozusagen. So, und jetzt einmal hochziehen, hochziehen. Reicht das denn? So, okay. Und rüber springen. Macht mich nicht fertig. Das sah fast so aus. Also wollte er da runterfallen. Aber da haben wir nochmal Glück gehabt. So. Es geht weiter für uns. Und offensichtlich sollen wir hier hochklettern. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Okay. Sehr schön. Das klappt ja reibungslos. Und gleich hundertprozentig runterfallen, weil ich das jetzt gesagt habe. Bis jetzt klappt alles. Na, ob wir das sogar in unter 6 Minuten schaffen. Brauche mich ja gar nicht nachzuschauen. Durch den Wasserfall. Oh, das war awesome. Und weiter geradeaus. Und hoch. Noch ein bisschen. Zack. Sehr schön. Okay, und rüber. Ich kann nur immer wieder betonen, Leute, macht mich nie fertig.
Ich meine, das sind zwar schöne Action-Sequenzen, aber wie gesagt. Hier schält doch kein Mensch aus. Zu viel Action. So, wir müssen weiter in die Richtung. Wuhu! Zack, 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 zack. Bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Alles klar. Und hoch. Und den nächsten nach oben. Und den nächsten nicht nach oben, sondern nach rechts. Hier komme ich nicht hoch. Das heißt, einmal um die Ecke. 100%ig bricht das Ding gleich wieder ab. Ah, doch nicht, okay. Juhu, Checkpoint. Oh Gott. Okay, komm, komm, und einen noch. Sehr schön. Ja, so viel Zeit muss sein. Ah. Eins. Okay, da müssen wir hin. Die versteckte Tür öffnen. Und jetzt fällt die einfach hinten rüber. Das sind so Einwegtüren. Und da sehe ich auch schon den zweiten Schlüssel. Sehr schön. Vielen Dank für diese CD. Zwei von fünf Masiaufschlüsseln. Immerhin. Ja, das sind schon 40%, ne? Und wir haben das Level in weniger als 6 Minuten geschafft. Das muss man ja nochmal dazu sagen. Und ich glaube, dann können wir auch gleich weitermachen mit einer normalen Mission, also mit einer Hauptmission. Wobei ich nicht weiß, ob diese Masiaufschlüssel auch zur Hauptmission gehören oder ob es tatsächlich nur Nebenmissionen sind. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Okidoki. Komm, lade bitte schneller. Sehr schön. Aber wir kommen einfach mal aus dem Gully. Stört ja keinen. Keiner dreht sich um. Der Typ mit ganz vielen Waffen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier vorne wird mir ein Schatz eingezeigt. Meine Art, Joe, das zwei, damit ich etwas Brot kaufen kann. Ich bin jetzt hier nicht. Habt ihr denn den Verstand verloren? Ich glaube nicht. Bring mich in Sicherheit. Ja, kämpft ihr mal. Ich kümmere mich dann mal eben hier um die beiden Truhen, die hier liegen. Sehr schön. Oh, Verzögerungshülsen. Auch nett. Britisches Pulver. Okidoki, und hier oben gibt es einen Aussichtsturm. Den werden wir erklimmen und ich glaube, dann ist es auch schon... Ja, wobei, da haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Na, mal schauen, was wir machen. Da schauen wir mal. Aber guck mal, wie weit wir eigentlich vom Galaxieturm weg sind, ne? Das ist schon unglaublich. Aber um die
Zisternen unter Konstantinopel ranken sich ja viele Legenden und Sagen, wenn ich das so sagen darf. Und Fakt ist, dass viele Filme auch dort gespielt haben, um ein Beispiel zu nennen. Hier natürlich 007. Ne? Das. Ah, welcher war das denn nochmal? Mir fällt der Name sicherlich auch gleich ein. War das damals noch mit Pierce Brosnan, glaube ich, ne? Oder war es schon Sean Connery? Ich weiß es nicht. Müsste ich meinen Vater fragen, der weiß das bestimmt. Der ist nämlich absoluter 007-Fan. So. Und wir bewegen uns weiter Richtung nach oben? Richtung nach oben? Doch nicht nach oben? Okay. Na gut. Aber vielleicht brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen, bis wir das freischalten können. Das hatten wir ja letztens auch. Das letztens vor ein paar Episoden. Dass wir tatsächlich in ein Gebiet nicht rein konnten. Aufgrund der Tatsache, dass nun einmal dort die Erinnerung noch gesperrt war. Das heißt, wir sind praktisch gezwungen, weiter in der Hauptmission voranzuschreiten, bevor wir überhaupt diese Mission, Nebenmission annehmen können. So, Moment, ich muss eigentlich hier ran. So, schauen wir doch mal. Hier vorne irgendwo. Ja, in unserem Hauptquartier. Ach so, ja, genau. Wir schreiben jetzt an Claudia und dann kriegen wir diese Nebenerinnerung, wie auch immer, Gedöns. Ja, okay, jetzt machen wir auch noch diese Episode. So viel Zeit muss sein. Erinnerung! Woran erinnern wir uns denn heute? Wuhu! Ja, wir laufen einfach mal in die Richtung. Ich habe keine Ahnung, wohin ich laufen soll. Aber offensichtlich lädt er jetzt hier irgendwas. Also ich glaube, wir hätten noch da einfach stehen bleiben können. Natürlich erinnern wir uns an diese Szene aus dem ersten Teil. Ist der Zauberer tot? Ist es wahrhaft vorüber? Er war kein Zauberer. Nur ein einfacher Mann, der Illusionen erzeugte. Ist das Holz geschichtet? Ist es, aber... Altair, einige der Männer werden das nicht gutheißen. Überlass das mir. So, okay. Also wir wollen natürlich Al-Mulalim ein ordentliches Begräbnis verschaffen. Auf Assassinenart. Könnt ihr ein Pferd reiten? Kann ich, ja. Ich bat Malik, die Kunde von Al-Mualims Tod in Jerusalem zu verbreiten. Eine Vision. Würdet ihr nach Akon reiten und dasselbe tun? Natürlich. Was für ein Durcheinander. Was geschieht so, an die Seite. An die Seite. Wie konnte es dazu kommen? Mein Verstand war klar, aber mein Leib, er war wie gelähmt. War unser Mentor so, 80 Meter noch ist dahin. Das glaube ich nicht. Und natürlich dürfen wir Al-Mulalim sein Begräbnis nicht verwehren, unseren Was Mentor. Was ist hier geschehen? Unser Mentor täuschte uns alle. Die Templer verdarben ihn. Wo sind eure Beweise?
Kommt mit mir, Abbas. Ich erklär's euch. Und falls mir eure Antworten nicht reichen? Ich rede, bis ihr zufrieden seid. Aber bevor wir reden, machen wir einen kleinen Cut und in der nächsten Episode weiter. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, wie ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten sage ich einfach mal, bis zur nächsten Episode.